20. Januar. Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Ach, was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung. Louis-Michel Le Pelletier, was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. De Sade? Mhm. Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Na, da wurden aber Nettigkeiten ausgetauscht. Hier bei Let's Play The Assassin's Creed Unity Gameplay. Hier ist dein Dulag, schön, dass du wieder dabei bist. Wir zocken ein bisschen Story weiter in der regnerischen Stadt Paris. Und wir haben uns etwas neu eingekleidet. Eigentlich nur eingefärbt, ein bisschen grün. Ein bisschen grün muss sein. Und ja, die coolen Farben sind leider noch nicht freigeschaltet. Kosten auch ordentlich Punkte, deswegen sind wir jetzt hier so am Stadel. Ihr seht jetzt da die grüne Montur. Schön getarnt. Weinlieferung für den Palast. Wintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig sauber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf ab. Ja, Madame. Bonjour, Bürger Le Pelletier. Bürger Talien. Da war er, der Le Pelletier. Ja, ist ein kleines Experiment mit der grünen Farbe. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob die euch gefällt oder welche Farbe wir weiterzocken sollen. So, wir haben jetzt Le Pelletier eliminieren, fortfahren, das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Einmaliges Attentat 1, Zugänge 14, 17 Verstecke und ganze stolze 69 Wachen. Ja, Lecco Funny. Das wird eine lustige Runde jetzt. Für Gelegenheiten sorgen müssen wir doch bestimmt wieder. Infiltrationsgelegenheit, Doppelattentate. Eieiei, das blinkt ja da. Mit Berserkerfallen vergiftete Grobiane. Wir müssen hier uns ein bisschen durcharbeiten, glaube ich. Und vielleicht können wir da mal in das Ding da reinhüpfen. Der Falke schreit zu unserem Sprung. Was, Leute, wo kommt die Assassinen? Ich schlag dir das rechte Ohr ins linke. Das ist auch geil. Oh, wir haben 4 Sterne. Aber wir haben eine neue Waffe. Wir können parieren und dir nochmal einer reindonnern. Ja, die helfen uns hier. Das sind unsere hier. Das alles sind unsere Leute. Für die Freiheit. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du dümmer als ein Besoffener. Die Sprüche sind ja richtig gut heute hier. Oh, wie ist das los? Wieso nicht? Klar kann ich. Du, mach was ich sage! So, okay. Ich kann ein bisschen Stress hier sorgen.
So, der läuft erstmal Amok. Die Berserker-Pfeile lassen die ausrasten. Chapeau, wo ist er denn? Kommen wir auf jeden Fall schon mal ganz gut durch. Da. Was geht da ab? Hat sich ausgebimmelt. Monsieur Le Pelletier hat sich über Streifen beschwert. Sei dieses Mal besser gründlich. Pardon, Mademoiselle. Monsieur Le Pelletier hat sich beschwert. Würde euch das überzeugen? Oh, oui, Monsieur. Omi, öffne das Fenster. Monsieur Le Pelletier findet sein Büro zu stickig. Aber ich sollte doch... Mach es einfach. Schon gut. Die Waschfrau bestochen. Was können wir da rein? Ja, der Monsieur will, dass gelüftet wird. Und wenn man lüftet, was kommt da rein? Mücken und Assassinen. Und da sind wir jetzt. Das war mal leicht. 4000 hat es gekostet. War auch ganz schön teuer. Die hätte das bestimmt auch für die Hälfte gemacht. Angefühlt wie etwas, was mich total ausrasten lässt. Was macht der denn da? Jongliert mit seinem Stäbchen. Ich weiß, dass du sie vor mir versteckst. Ich finde es nicht raus. Ich frag deine Leiche. Sie wird mir alles sagen, was ich wissen muss. Würmer! Was geht mit dem ab? Der soll doch kämpfen für uns. Na gut, dann halt nicht. Mal hier. Es gibt Alarmglocken. Okay, wo? Ich sehe hier gerade keine. Verflucht, den hätten wir gut erwischen können. Ah, der kommt nochmal zurück. Wir wünschen dir eine aggressive Nachtruhe. So, da wird jetzt gekämpft. Ich bin gespannt, wer stärker ist von den beiden. Man, die brauchen ja ewig. Seht ihr hier Alarmglocken? Ich sehe hier keine. Vielleicht auf der anderen Seite, wo der Typ war. Oh, 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 und da kommen noch mehr. Jetzt wird's ernst hier. Nacht. So. Das haben wir erledigt. Was geht hier hinter ab? Sollen wir die mal knacken? Sollen wir die mal knacken hier? Die knacken wir doch, oder? Schnick, schnack, knick, knack. Knacken wir das Schloss. Und dick. Daneben. Oh Mann, das war schlecht. Das muss besser laufen. Klick. Und klack. Nein!
Bisschen aus der Übung hier. Klack. Jawohl. Auf die Tür. Da hinten ist er. Unser Ziel. Lass mal die mal wieder kämpfen. Alle gegen den, das ist ganz unfair. Wachen! Wachen! Haltet den Mann! Und erledigt, da haben wir ihn! Der ist uns ja mal direkt in die Arme gelaufen. Der König ist nichts als ein krimineller Verräter. Und erst dann, wenn er wie ein gemeiner Verbrecher hingerichtet wird, ist die Welt für Jacques de Molays Wahrheit bereit. Ihr könnt der Welt alles zeigen, was ihr wollt, Großmeister. Was ich tue, tue ich zum Wohle Frankreichs. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. Bürger Le Pelletier, die Wahl steht bei 360 für Hinrichtung und 360 für Gnade. Wofür stimmt ihr? Hinrichtung. Die Wahl ist beendet und ausgezählt, Großmeister. Und? Der König wird sterben. Ich hatte keine Zweifel. Ich freue mich darauf, das Ende der Tyrannei zu bezeugen. Ich sorge dafür, dass ihr den besten Platz bekommt. Und da haben wir es geschafft. Das war nochmal eine perfekte Assassinattentat. Und die können sich dann noch ein bisschen die Köpfe einschlagen. Und wir versuchen jetzt hier mal schnell wegzukommen. Die sollen da weiter sich streiten. Sind da keine Wachen oben drauf? Ich sehe gerade keine. Müssten eigentlich ganz gut hier wegkommen jetzt. Mann, wie weit müssen wir denn hier fliehen? Eieiei, nix wie weg. Ich hab gar keine Angst, ich will nur weg. Ich hab's eilig. Ah, da hinten ist die Grenze. Wir haben's geschafft, Leute. Perfekte Assassinen-Aktion hier. Ist auch schlechter als was wir haben. Ich hatte einen wirklich sehr produktiven. Du bist der dritte Wahnsinnige, den ich erlöse. Ich prügel dir. Ich werde nicht geprügelt. Ja. Helfen wir mal den Jungs hier. Perfekt. Was für ein unglaublich perfekter. Das wäre eine wirklich perfekte Mission. Ich bin wirklich überrascht und begeistert, wie gut das geklappt hat. Da rennt er genau raus, nachdem wir da die Soldaten gegeneinander aufgehetzt haben. Perfekt. Einfach nur genial. Genialo, genialo, genialo. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Mission. Die ist nämlich hier, gar nicht so weit weg. Die Hinrichtung. Gamin ist irgendwo auf der Tribüne und schaut sich die Hinrichtung von Ludwig des 16. an. Was ist denn hier mit Schnellreise? Gibt nicht. Hier Schnellreise. Machen wir mal dahin die Schnellreise. Und das hat ja mal richtig gefetzt hier mit der Berserkerklinge. 4, 5 oder noch mehr Wachen schlagen sich die Köpfe ein und der Typ, der rennt einfach nur weg und uns rennt uns voll in die Arme und wir machen noch einen Schleichkill einfach mal eiskalt. So muss das sein bei Assassin's Creed.
Und so macht das Spaß. Ja, aber der Schwierigkeitsgrad wird ja auch schon viel diskutiert, aber ist halt so, wenn man viel ins Café investiert, dann hat man einfach zu viel Geld und dann ist die Ausrüstung viel besser als die Mission an Level. So ist es nun mal und da geht's runter in Heuhaufen. Fliegt noch ein Blatt. Vom Rächer töten. Doch selbst einfach. Doch, bitteschön. Merci, du fond du cœur. Jojo, oui, oui. Je t'aime. Achso, noch eine kleine, wenn einer da mal sagt, cherchez. Manchmal hört man hier, tu cherchez oder irgendwie cherchez. Cherchez heißt suchen. Also, die fragen einen, was suchen Sie hier in meiner Wohnung? Oder sowas suchen die, ne? Sowas. Was suchen Sie hier? Das wird man hier öfter mal gefragt. Das, daran erinnere ich mich noch. Aber viel ist nicht hängen geblieben. Ach hey, jetzt müssen wir da hochklettern, um da rüber zu kommen. Aufs Dach höher, genau. Perfekt. Da unten ist die Mission. Koop-Mission, Dantons Opfer. Die Hinrichtung. So, das machen wir in der nächsten Folge, liebe Freunde. Sequenz 10, Erinnerung 2. Wie gesagt, schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich über jeden Kommentar. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao, dein Dulak.